Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Crux, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
You're all just sheep. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the new world order. Ja, Sir Detlev von Wake News, Radio Wake News TV. Gegrüßt seid ihr, ja, für diese ereignisreiche Sendung und Woche. Ja, bevor ich es vergesse, ne? Kommenden Sonnabend, Samstag, ab 17 Uhr haben wir ja wieder unseren United We Strike Radio Marathon. Bitte alle dabei sein, auch wenn das Wetter wunderschön ist, dann einfach, ja, das Internet Stream Radio dann anstellen im Garten oder sonst wo. Ja, klasse, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir danken immer allen, die uns hier mit übertragen. Wer das alles ist, das könnt ihr finden auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio. Und natürlich auf der Blogseite mywakenews.wordpress.com. Ja, das ist die Blogseite, wo ich immer die jeweiligen Sendungen ankündige, immer so einen kleinen Aufsatz schreibe. Ja, und wir danken immer allen unseren Musikern, die uns ihre Musik zur Verfügung stellen, hier für unsere Sendung. Auch natürlich im United We Strike Radio Marathon, ist klar. Also auch ganz international. Ja, wir hörten jetzt hier gerade von Neil Fox das berühmte Liedchen Sheep. Ja, oder Schaf oder Schaffee. Könnte man auch sagen. Ja, ja, wir wissen das ja. Wir sind ja alle Schafe, aber es gibt aufgewachte Schafe und eben keine aufgewachten Schafe, die eben vieles nicht mitkriegen, was in dieser Welt passiert. Ja, okay, und damit ihr es gleich wisst, ihr könnt mitmachen, ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakenews.net. Das ist meine E-Mail-Adresse, da ist auch schon vieles da, das geben wir im Laufe der Sendung nachher durch. Ja, und wir haben heute ein Thema, was anknüpft natürlich auch an die Vorangegangenen. Das ist ja so, wir sind ja immer in derselben Matrix gefangen. Und das darf uns dann auch ein bisschen bewusst werden, dadurch, dass wir dann auch mal so ein bisschen tiefer ausholen in das eine oder andere. Die letzte Sendung, die wir hatten mit Rothschulds Tor zur Hölle, da haben wir so ein bisschen über den neuen französischen Präsidenten gesprochen, der nichts anderes ist als eine Puppe, die sie hingestellt haben, um da Geschäftsführer zu spielen. Ne? Das ist ja nicht anders wie bei den anderen Firmen. Ja, aber auch das haben die Franzosen, die meisten, nicht verstanden. Aber vielleicht helfen auch unsere Sendungen mit dazu bei, dass also doch da ein wenig Transparenz hineinkommt. Nur so geht's, ja. Übrigens, kurzer Hinweis, es hatte dort jemand mir den Link geschickt zu einem Film, einem Video, einem Interview hier, schockierende Enthüllung des Ex-Bankiers Ronald Bernhard, ein Holländer, der aus seiner tiefen, dunklen Bankster-Erfahrung spricht, der eben auch sagt, intern sprechen die über die nicht aufgewachte Masse als Schafe. Ja, also wer das vielleicht ansehen möchte, ich gebe es nachher später in die sogenannte Linkleiste mit hinein. Und bevor wir starten in die heutige Sendung nochmal so, ja, ich gucke hier nur wieder auch mal in diese Matrix-Dinger hier hinein, Matrix-Blättchen, hier mal so das Titelbild von einem hier aus der Nähe. Und da fällt auf, Basler Polizistenspitzel soll als Velo-Hehler tätig gewesen sein. Velo kann man auf Fahrrad-Hehler tätig gewesen sein. Also die, das ist wie so ein Selbstbedienungsladen hier für die bewaffneten Uniformierten. Und auf der nächsten Seite, da kommt dann gleich hier das hier. Ich nehme mal nur dieses Stück hier raus. Ich lasse es einen Moment länger hier in der Kamera, damit man das so ein bisschen identifizieren kann, weil ich nicht weiß, ob der Artikel da auch online dann zu finden ist. Ja, da steht dann also Causa Ganser. Ja, wer den nicht kennt, den Daniele Ganser, einer der wichtigen Aufklärer hier aus der Schweiz, mit dem Untertitel Uni St. Gallen gerät unter Druck. Verschwörungstheorien, Lehrauftrag für umstrittenen Historiker Daniele Ganser sorgt in Basel und Bern für Kopfschütteln.
Ja, könnt ihr denn das glauben? Ja, den haben sie ja auch schon ordentlich in die Mangel genommen hier. Der wird nicht nur medial verwurschtet durch die Matrix-Medien, sondern also man hat ihm auch schon seinen Job in, ich glaube, der hat in Hochschulanstellung da in Zürich an der Uni und dann in Basel. Das haben sie ihm alles anscheinend schon wieder weggenommen. Und jetzt hat er noch was in St. Gallen an der Uni. Und das wollen sie ihm jetzt auch noch absägen, damit er so kein festes Einkommen mehr hat. Ne? Es ist nicht zu fassen. Ja, und dann hatte ich noch was Interessantes, weil wenn wir gerade dabei sind, nämlich hier die absurde Bombe. Ich halte es mal hoch. Ja, seht ihr mich hier gar nicht mehr vor lauter Zeitung. Ich lese es gleich vor. Ich halte es einen Moment länger in die Zeitung. In das Video, damit man das sehen kann, in die Kamera. Mit dem Titel Die absurde Bombe. Abschreckung, Atomwaffen richten dermaßen unvorstellbare Schäden an, so heißt es da, dass niemand sie einsetzen möchte. Eine Welt ohne sie bleibt dennoch undenkbar. Ja, und dann liest man doch Folgendes Hochinteressantes, nämlich das Schweizer Atomwaffenprogramm. Stell dir vor, die Schweiz hat selbst eine Atomwaffe hier entwickelt oder wollte eine einsetzen. Ich lese es gleich durch. Stell dir mal vor, mit einer Atombombe gleich die ganze Schweiz weg. Sich selbst rauskatapultieren in den Weltraum. Gibt's den? Naja. Im Jahr nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, so steht's hier, startete die Schweiz die Entwicklung eigener Kernwaffen. Zunächst im Geheimen. Psst. Der Bundesrat, das ist die Regierung, tarnte dies als Programm für zivile Kernenergie. Also angelogen gleich von Anfang an, die Souveräne. Ja, wollte denen ja nicht sagen, dass man sich und ne, die Souveräne alle mal in die Luft jagen will. Atomisieren wollte. Ja, sein Ziel war es, also dieses Programm, über 200 Atombomben zu 200 in jeder Ecke eine Bomben zu bauen. Dafür wurden sogar 10 Tonnen Uran besorgt auf dem Schwarzmarkt. Nachdem aber 1969 Deutschland den internationalen Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet hatte, das glaube ich nicht. Also Deutschland bestimmt nicht. Wenn dann der Bund oder die Bundesrepublik war das ja damals, das war ja besetztes Land. Ne? Das war ja nun Besatzungsgebiet der US-Amerikaner. Tat dies auch die Schweiz. Offiziell beerdigt hat man das Nuklearprogramm erst 1988. Ich finde das schon also enorm. Ne? Das wusstet ihr natürlich alles schon, ich weiß. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen. So hin und wieder kann man auch was Interessantes lesen in der Matrix-Medien, wo man dann nicht so eigentlich das gar nicht fassen kann, ne? Dass die sowas gemacht haben. Naja gut, Kohle muss ja verdient werden. Da war wahrscheinlich der maßgebliche Geldgeber die private SNB, oder? Ja? Schweizer Nationalbank. Gut, wie auch immer. Ist jedenfalls nochmal dick und fett im Waffengeschäft drin. Ist ja logisch. Ja, wir haben allerdings heute ein anderes Thema, aber nichtsdestotrotz so hin und wieder so ein paar kleine Anekdoten hier aus der Matrix-Welt. Ist ja auch nicht schlecht. Wir haben nämlich den heutigen Titel der Sendung genannt Bankster-Matrix. Ja, da sind wir schon wieder da in der Matrix. Alle freuen sich. Die dummen Schafsvölker machen mit. Ja, ja, die sitzen da und reimen sich. Ja, die Bäuche, die Hände. So, und ich habe eine kleine Collage gemacht, nämlich mit hier ziemlich viel kunterbunt Volk da drin. Nämlich einmal in der Mitte, ganz bedeutend, Kissinger. Oh, der ist auch schon wieder da. Jetzt sitzt er beim Trump auf dem Schoß und der Trump macht gleich die Merkel-Raute dazu. Ihr könnt es sehen und oben drüber gleich der Rothschild, einer der Rothschild, der da die kleinen Strippen zieht. Ne? Der und die, Watches, es ist ja mehrere, die sind immer dabei, immer mittendrin. Und Kissinger, das wissen wir, ist ja einer der Adlaten
von denen. Also der muss immer irgendwo hinreisen, wo die das wollen. Ja, und links daneben eine Abbildung, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, eine Plünderungsabsicht, wo man dann also sieht, dass der IWF, der Internationale Währungsfonds oder IMF, International Monetary Fund, mit der Christine Lagarde, die so scharf ist auf die 777, ja, hat sie ja mal erwähnt, die uns immer so kleine Andeutungen macht, was denn alles noch so Schlimmes auf uns zukommt, die immer Busenfreundin auch von Angela ist. Angela in Rautenstellung oben und unten im Lady in Red, ja, in Rot, wie Rothschild. Ja, und dann auf der rechten Seite, dann, ja, ach nee, der hat's mit den Älteren. Ne? Ha, der, ja, der Emanuel. Oh, eigentlich inzwischen hat er sich verändert auf das gleiche Geschlecht, aber so hin und wieder wird aus dem Töpfchen genascht. Und die Christine kann ihr Glück gar nicht fassen. Oben schnuppert er an ihrem Ohrläppchen. Ne? Auf der linken Seite kann man da sehen. Und unten nochmal das Triumvirat des Schreckens hier. Merkel, Schäuble und ja, Macron. Ja, ja. Ich denke, Bilder können eine Menge sagen. Tja, man darf also wirklich sagen, bei den Eliten, großgeschrieben, in Anführungszeichen, das sind ja nur selbst ernannt, nennen sich selbst, herrscht mehr oder weniger Friede, Freude, Eierkuchen, denn ihre letzten Schachzüge sind unbemerkt von den Schafsvölkern akzeptiert worden. Das falsche Spiel, böser Kandidat gegen weniger böser Kandidat, hat gut geklappt. Wir sehen es am Beispiel Frankreich. Ja, darunter ach, ein finsterer Geselle, James Comey. Ja, nämlich, er wusste zu viel. Ne? Währenddessen sich also die Leute abgelenkt vom Kriegsgerassel allerorts, wo dann überlegt wird, welche Rakete wird dann wo, wie eingesetzt, an welcher Grenze, welche Ziele sollen dann damit und welche Schiffe sollen versenkt werden. Und ja, und der längst überfällige Absetzung des Mini-Despoten James Comey, der zuletzt aufgefallen war, weil er sich da mit den anderen, mit Geheimdienstleutchen da getroffen hat, im inneren Zirkel, in Neuseeland. Ja, der wurde jetzt also abgesetzt von Rothschild, Trump, als FBI-Direktor. Und da schauen wir uns jetzt also genüsslich alle im TV-Sessel durch die Matrix-Brille an. Es ist ja längst alles ausgeplant worden, das Scheren und Schlachten. Ja, und darunter eben das besagte Bildchen, das kam natürlich durch die Blindzeitungspresse überall, oder ihr habt es gesehen, vermutlich, ja, Kiesinger ist wieder im Weißen Haus tätig und Trump macht seine schöne Graute. Ja, ja, wir sind ja alle desillusioniert inzwischen, wir glauben das ja alles nicht mehr so, was die früher so gesagt haben, also Trump macht alles besser. Ne, der wird jetzt auch endlich ne, mal was Neues. Der hat schon wieder die alte Bagage am Hals. Auch wenn er es nicht wollte. Er hat sie am Hals. Es ist so. Ja, und der freut sich schon, der Kiesinger, weil er hat dem Trump erzählt, was er jetzt alle machen soll. Ne? Ja, und Kiesinger war ja vor ein paar Monaten auch beim Putin, hat ihm erzählt, was er zu tun hat. Und er ist so ein bisschen der Firmenkoordinator, der eigentlich konkurrierenden Unternehmen, die aber alle demselben Eigentümer gehören. Ne? Aber damit es so nach außen so aussieht, als wenn es ein freier Wettbewerb wäre. Aber er braucht ja einen Koordinator, einer, der auch brutal genug ist, wo sie dann schon wissen, da hat es keinen Sinn, ne? Nein zu sagen oder so. Jedenfalls haben die sich hier gerade am letzten Mittwoch, also gestern, in Washington D.C. im Weißen Haus getroffen. Und was meint ihr, was haben die wohl besprochen? Ja, wir können es nur erahnen. Wir waren ja nicht dabei. Ne? Wir reden jetzt quasi im Nachhinein darüber.
mit als eine der wenigen wahrscheinlich, die darüber berichten. Aber es gibt ja auch ein Video, also ich meine, oben natürlich dann auch den Link, wo man nachlesen kann, aber auch ein Video hier von We Are Change, die das also dargelegt haben. Kissinger at White House signals a bigger scandal than Comey. Übersetzt heißt das, Kissinger im Weißen Haus signalisiert noch einen größeren Skandal als eben die Absetzung von James Comey vom FBI. Ja, ist auf Englisch, aber so ist es halt. Dürfte durchgehen. Da wird auch nochmal so ein bisschen, werden auch so ein bisschen die Verhältnisse zueinander dargestellt. Er macht das ja auch immer recht gut da vom Beer Change. Und ja, kommt aber wesentlich auf die gleichen Schlüsse, die wir hier auch ziehen in bei Wake News. Nämlich, dass jetzt also eine Endphase läuft, das wissen wir ja, ist keine Neuigkeit, aber hier wird also einiges auf uns zukommen und dass der Kissinger da so offensichtlich auftaucht und dabei noch Freude empfindet und der Trump, ja, der sitzt da so, als wir werden, ja, ich kann es dir nicht erinnern. Die machen das Geschäft, nicht ich. Ja, so ist es. Ja, und darunter das bekannte Bildchen, was wir schon kennen. Für mich existiert das neue Deutschland nur dazu, die Existenz des Staates Israel und des jüdischen Volkes sicherzustellen. Eine Aussage von Moshe Schulz von der SPD am 14. Februar 2016 veröffentlicht in Haaretz, einem israelischen Pressemedium. Ja. Ja, ein Bund, der ab September 2017 dann von vermutlich Moshe Schulz dirigiert werden soll, bereitet man schon die nächsten gewetzten Scheren vor. Ja, und die Vermutung, was der Moshe Schulz wohl für einen Auftrag hat, ist, dass er dieses neue Deutschland abwickeln soll. Soll also dann endgültig in den EU-Sümpfen versinken. Ja, da ist nichts mehr mit. Da bist du nur noch braune Masse. Also nicht von einer politischen Überzeugung, sondern so, ne? Einfach so. Ja, vermutlich. Das sieht zwar jetzt im Moment noch nicht so aus, weil der hat es mal versucht, jetzt am Anfang, dann hat er was auf den Deckel gekriegt, medial, und dann ist er wieder ein bisschen zurückgerudert, aber der wird vorbereitet, den trainieren sie wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo im Tavistock-Institut, und damit er dann auch alles richtig macht, wenn er dann dabei sein wird. Ja, ich meine, die Wahlen sind ja sowieso egal. Es gibt ja die Bundestagswahl, nur als Erinnerung, im September, am 24. übrigens. Da ist dann fertig. Da hat es dann fertig mit Bund und also dieser Bund, ne, zumindest ist dann nicht mehr vermutlich. Da gibt es dann also neue Erkenntnisse, die dann für alle ein wenig erstaunlich sein könnten, aber wir werden uns überraschen lassen. Die Merkel kriegt dann einen neuen Job. Vielleicht wird sie das, was der besoffene Juncker dann nicht mehr auf die Reihe kriegt. Wer weiß. Das wäre auch ein super Job für sie. Da kann sie mal noch ordentlich werkeln. Ja? Also nicht merkeln, werkeln. Ja, und im Bund, also wie gesagt, da ist dann tote Hose. Ne? Vermutlich. Ja, darunter eine Abbildung der Dinge, die jetzt schon angekündigt werden, nämlich IWF fordert höhere Vermögensabgaben in Deutschland. Jetzt kann jeder sagen, der Hartz-IV-Empfänger und so, interessiert mich nicht, ich habe kein Vermögen. Ja, das ist zwar richtig, dein Vermögen haben sie ja schon weggenommen. Also, nein, jetzt geht es an diejenigen, die ich als kleinen Mittelunternehmer bezeichne, Selbstständige, die also noch ein bisschen so alles selbst für sich sorgen können und auch noch vielleicht Leute mit durchfüttern können oder beschäftigen können oder wie immer man das sagt, die sind dann dran. Auch Millionäre. Was sind denn schon Millionäre? Das ist nachher Kanonenfutter für die Leutchen. Die werden abgezockt. Ja, Plünderungsabsicht habe ich da drunter geschrieben und da sieht man ja die, ne, die beiden Freundinnen, Freunde, weiß nicht, wissen ja nicht genau, wie das da funktioniert. Ne? Es gibt ja so viele, viele Berichte darüber, dass die alle Geschlechtsumwandlung und dies und jenes vielleicht sogar schon in jungen Jahren erleben dürfen, müssen, was auch immer. Ich will das nicht behaupten, dass das jetzt bei den beiden der Fall ist, aber wir dürfen immer vorsichtig sein. Ne? Ja, also
als Models würden die beiden auf jeden Fall nicht durchgehen irgendwo, ne? Oder? Tja. Ja, und das kann man ja nachlesen. Beispielsweise bei dem Spiegel.de. Ja, ein Geheimdienstblättchen. Ne? Wurde vom Geheimdienst damals ins Leben gerufen. Der Spiegel. Ne? Es wird alles gespiegelt. Die Wahrheit wird gespiegelt. Und mit dem Titel IWF fordert höhere Vermögensabgaben in Deutschland. Ach, ja. Jetzt nicht in Frankreich. Ja gut, das kommt dann sowieso. Das macht dann der Macron mit ihr aus. Ja, die Schuldgeldschöpfung aus dem Nichts, darüber hatten wir auch schon in der letzten Sendung kurz gesprochen, erhält neue Spitzen durch die ohnehin strategisch geplante Umvolkung der Wohlstandsländer. Ja, überall da, wo noch ein relativer Wohlstand herrscht, das wird jetzt alles wegrasiert. Das wird umgefolgt, das wird dividiert durch Millionen von Zuzügern, so heißt das hier in der Schweiz. Also Migranten, oder? Ja, und ich habe das da schon erläutert mal, der Handel mit den Strohmännern. Es gibt dieses Strohmann-Konto für alle, die also das nicht so wissen, was das ist. Ich gehe da zwar jetzt nicht davon aus, bei euch hier die zuhören, aber später schauen das vielleicht auch Leute im Video. Ein Strohmann nennt man jemand, der künstlich erzeugt wird und der dann quasi als Ersatz für den Menschen gilt oder Person, wie es ja in der Matrix heißt. Ja, und da wird gleich dir bei Geburt oder kurz danach, nachdem man so sicher ist, dass du lebendig geboren bist, wird dir also eine Geburtsanzeige oder Geburtsurkunde vielmehr übergestülpt und da hast du noch gar nichts. Du kannst da schreien wie ein Baby, das spielt keine Rolle, das machen sie trotzdem. Die sogenannten Eltern sind dann auch voll begeistert, weil sie kriegen ein bisschen Kindergeld ab dem Moment, ja, so zumindest im Bund. Ich weiß nicht, gibt es das überhaupt noch? Naja, jedenfalls gab es das früher mal. Und ja, und dann können sie für ihr Baby sogar noch Kohle kassieren, denken sie. Aber inzwischen wird für das Baby ein Konto aufgebaut, wo immer das geführt wird, ob es hier in Basel ist, bei der BITS oder sonst wo, spielt keine Rolle, weil es transferierbar ist, alles elektronisch. Ja, und da kriegst du einen Kreditrahmen übergestülpt. Ja, also der ist jetzt wert so und so viel. Im Schnitt, schätzen wir, ist das vielleicht so ungefähr 3 Millionen. Das entwickelt sich. Ne? Als Baby hast du noch ein bisschen weniger, aber später musst du Ausbildung und dann Studium und dann Beruf und dann wieder neue Sklaven in die Welt setzen und so. Dann steigt dein Wert, ja, für neue Strohmänner bist du dann auch, oder Strohmänner, kann man ja auch Strohfrauen sagen, aber Strohmänner hat sich halt eingebürgert. Ja, und dann wirst du gehandelt an den Börsen, dann setzen sie das für dich ein und wirst natürlich doppelt, dreifach abkassiert, weil die nehmen das nicht jetzt von diesem Konto, wenn du mal irgendwas gemacht hast, was du dann diesem sogenannten Firmenstaat wieder zurückgeben. Nein, das musst du extra zahlen. Ja, das sind die Bußen, die Steuern, irgendwas, ja, was sie dir da aufbrummen. Okay, nur noch mal so ein kleiner, kurzer Hintergrund. Aber wer es genauer wissen will, ganz exakt haben will, der darf sich gerne auch in den Suchmaschinen schlau machen. Da gibt es eine ganze Menge tolle Informationen darüber. Ja, und alle, das ist die Vermutung, alle neu registrierten Flüchtlinge erhalten ein Strohmann-Konto mit nicht rückzahlbarem Kredit. Ja, das ist dieses wunderschöne Monopoly-Geld, was die da also nicht mal in Form von Papier, sondern einfach nur als elektronischen Impuls vielmehr. Ja, das kriegt dann aber nicht derjenige oder diejenige, sondern das kriegt dann der sogenannte Staat, der Firmenstaat, ja, als quasi als Kapital. Ja, wenn man das buchhalterisch sieht, ist das dann ja auch, wenn man ein Darlehen kriegt, ne, ist auch, ne, und so weiter. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ja ein Matrix-Zeug, Buchhaltung und so. Jedenfalls kriegen die da also Kohle. Und ich hatte das auch in der letzten Sendung kurz erwähnt. Also man kann das mal als Beispiel rechnen. Wahrscheinlich ist es viel mehr, aber 20 Millionen Migranten mal 3 Millionen pro Nase ergibt 6 Billionen Euronen zusätzliches Spielgeld für die Staaten, großgeschrieben in Anführungszeichen. Was für ein Geschäftsmodell, oder? Ja, da lockt man diese Leute also ins Land, schafft Billionen Schuldgeldattrappen, die im Globalisten-Monopoly-Spiel sogleich
verbraten werden, damit das nicht auch einer wieder wegnimmt. Ne? Das wird schnell ausgegeben für was auch immer, spielt keine Rolle. Ja, und dann, was passiert dann? Dann stellt man den Saft für die Migranten plötzlich ab. Ja, und hoppala, was haben wir dann? Ja, und da hatte ich eine Zuschrift bekommen, NWO, NGO, BAD, Bund, so nenne ich ja diesen Verein hier, der sich Bundesrepublik Deutschland alias nennt, Unruhen geplant, Quellenangaben allerdings nicht bestätigt, also mit den Unruhen. Am späten gestrigen Abend erreichte uns eine Nachricht von Schwester Eva Maria vom Landratsamt, aus der zu entnehmen ist, dass dieses Scheinamt ab heute, nämlich dem 11.05.2017, alle Zahlungen für Neubürger mit Registrierung ab dem 5.01.2015 bis auf Widerruf einstellt. Voll. Grund für die Aufhebung der Leistungszahlungen, da wird gefragt, welche Leistungen gemeint sind, vermutlich bezieht sich das auf dieses Strombankkonto, wäre die Neuordnung der Anspruchsfristen innerhalb der Bundesrepublik auf Deutschland. Ja, naja, das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Das ist eben die Frage, ob die Quelle da zuverlässig ist, ob das ein Einzelfall ist oder ob es sich hier tatsächlich dann schon um den Beginn von Unruhen handeln könnte. Denn dieser Herr hier, der Afrikaner, ist stinksauer. Wo bleiben meine 1000 Euro, fragt er. Ja, und da er immer so sagt, hör mal zu, da heißt er jetzt bei einigen auch hör mal so. Haha. Ne? Das spricht da so ein bisschen. Ja, so lustig. Ja, und das könnt ihr anschauen. Das ist ein Video, was er da sagt. Und ja, und natürlich ist er stinksauer. Ne? Man hat ihm versprochen, hier du, wenn du herkommst, ist das Land, wo Milch und Honig fließt, da kannst du alles haben, bis zu den Jungfrauen, alles ist da. Ja, kannst alles haben. Und der ist auch deswegen hier hingekommen. Ne? Aber er ist jetzt enttäuscht, weil er diesen Monat nichts gekriegt hat. Fragt sich, ne? Was los? Und die kriegen das ja immer im Voraus gezahlt, nicht im Nachhinein. Voraus. Naja, auch dieser Herr da steht dort, äußert sich mit richtigen, aber doch für uns alarmierenden Infos an die Außenwelt. Auch da dürft ihr diesem Menschen mal lauschen, der da also sagt, wie die Sache, was Sache ist. Ne? Die kommen hin, haben überhaupt von nichts Respekt. Sagt er da, ich fasse nur so ein bisschen zusammen, ich will nicht die Pointe wegnehmen, bevor ihr das Video gesehen habt. Und sagt dann, ja, also ich mache hier sowieso, was ich will. Bewaffnet und informiert interessieren mich im Käse. Die Gesetze, was interessieren mich die Gesetze hier? Das, ich bin hier, weil ich hier sein will oder muss oder sein. Weil ich einfach da bin und ich mache das, was ich für heute halte. Steht da drin und ihr Deutschen, ihr habt da alle Vogel und ihr habt keine Ahnung, was läuft und ihr seid im Prinzip, meint er die Gutmenschen. Ne? Also die Clique von Wohlstandswirtschaftspolitikern, weil diese ganzen Politiker, die machen keine Politik, sie machen Wirtschaftspolitik. Ja, die sind nämlich sehr zufrieden mit sich, denn schließlich landet dieser Wohlstand in ihren eigenen Taschen und Mäulern. Die Menschen werden eugenisiert, ne, im Lande, haben wir mitgekriegt, ab September 2017 ist dann Deutschland, das neue Deutschland, abgewickelt, vermutlich, oder dabei, ist dann, fängt dann an, oder wie auch immer, und die Seelen einkassiert. Ja, das Volk, es geht ohne euch. Sie teilen sich schon jetzt die Beute auf, reiben sich die Hände und sind ganz ruhig, denn dieses Volk wacht niemals auf. Es wurde mit den Betäubungsmitteln des Matrix-Fernsehens, den Matrix-Schmierblättern, umfänglich versorgt. Das Stockholm-Syndrom funktioniert wie geleckt. Im wahrsten Sinne des Wortes frisst das Volk den eigenen Peinigern ohne Gegenwehr aus den Händen. Hab ich das alles nur geträumt? Ist das wirklich so? Hoffen wir es alle nicht, sondern beten wir dafür, dass es einen kleinen Resttropfen von Verstand, Herz und Gefühl noch gibt in diesem Gutmenschen
Sumpf, ja, und über das und vieles mehr wollte ich heute mit euch in der Sendung mal sprechen. Ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakenings.net. Das ist meine E-Mail-Adresse. Freue ich mich, wenn ihr das tut. Ja, schau mal, ist einiges da. Hier schreibt jemand, bitte in der Sendung etwas davon vorlesen. Das unglaubliche Vermögen der Familie Rothschild aufgrund der über 200-jährigen Konzerngeschichte mit ihren vielfältigen Verflechtungen, so zitiere ich von da, ist es nicht möglich, das Vermögen der Familie Rothschild exakt zu benennen. Fest steht, dass es weit über die genannten Bilanzsummen aus dem Bankengeschäft hinausgeht. Ein Schätzwert liegt bei einem Vermögen von mindestens 350 Milliarden Dollar. Ebenso ist ein Wert von über 1 Billion Dollar im Umlauf. Hinzu kommt noch das versteckte Vermögen in Form von Gold und Silber, der Rothschild-Wert und der Rothschild-Wein und selbstverständlich nach dem Systemwechsel aufgemacht. Ich nehme an, dass die Rothschilds in den letzten 20 Jahren den Großteil ihres Vermögens in Gold und Silber umgeschichtet haben. Es kann sein, dass sie 30% des Weltgoldes besitzen. Wir wissen es nicht. Das kam hier bei vermögensmagazin.de. Dazu möchte ich vielleicht sagen, ich schätze das wesentlich höher ein, wenn man es zu, sagen wir mal, Euro oder so, was ja eigentlich nichts wert ist, umrechnet. Denn ich würde sagen, nicht nur die Rothschilds, sondern alle in diesem Kreise dieser Dims, der dominant ist, in Minorität, deren Gegenwert ist das Schuldgeld. Die Schulden, die aufgenommen werden, um Geld zu erzeugen. Das ist deren Vermögen. Ja, geht mal ein bisschen rauf und runter, aber. Und natürlich haben sie die Hähne drauf, die Hände drauf auf all diesen Ressourcen. Ja, denen gehören ja ganze Länder, ganze Nationalbanken, in Anführungszeichen, also Zentralbanken, das ist ja alles denen. Ja, die haben die Macht darüber, das Geld herzustellen. Ich glaube, da wird also ein bisschen niedergestapelt, also wenig, also ich glaube das viel mehr. Also, aber Zahlen zu nennen ist natürlich immer schwierig. Ich denke, es geht in die Trillionen. Ja, ist mal meine Sicht, aber der Ansicht muss nicht eher sein. Ja, dann, also wie gesagt, ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen alle da mit reingeben, wie ihr wollt. Das ist möglich. Hier kam noch was, nämlich genetische Vorratsdatenspeicherung. Mediziner will DNS aller Deutschen erfassen. Klaus Püschel, Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin, der möchte den Job seines Instituts, die Identität von toten und mutmaßlichen Tätern herausfinden, radikal vereinfachen. Wir sollten den DNA-Code von jedem Menschen in unserem Lande haben, und zwar wirklich von allen. Der soll nicht nur obligatorisch von Neugeborenen und Erwachsenen, sondern auch von den Touristen, Flüchtlingen und so weiter entnommen werden. Ja, jetzt werden sie also Jagd, die Bewaffnung informiert machen, demnächst wahrscheinlich, meine Vermutung, Jagd auf jeden, der da rumläuft. Ja, ob Hose oder Rock, spielt keine Rolle. Die werden ins Auto gezerrt, irgendwo hingefahren und damit Blut abgezapft. Jawohl, das kam bei anonymousnews.ro. Laptopverbot für alle USA-Reisen nächste Woche. Laptopverbot für USA-Passagiere wahrscheinlich kommende Woche. Der Londoner Flughafen Heathrow hat bereits zusätzliche Kontrollen an Flugsteigen für USA-Verbindungen angekündigt. Aber wer fährt denn jetzt noch wer fliegt da noch? Würde das alles nicht mehr machen, alles boykottieren. Es kam bei mmnews.de, in Frankreich regiert jetzt ein multikultureller Rothschild-Banker mit Atomwaffen. Jawohl, anonymousnews.ru. Übrigens gehen, habe ich gelesen, etwa 30-35% des gesamten Wehretats von Frankreich und der Firma alle auf diese paar Atombomben oder Atomwaffen. Ja. Komisch, ne? Toll. EU-Kommission verstößt, aber die Schweiz ist auch dabei, ne? Macht das ja auch. Und da sie uns am Anfang schon angelogen haben, 1969, ja, und 88 angebliches Programm eingestellt haben, wahrscheinlich haben sie die alle unten in den Bergen jetzt, ne, verschackert. Die Atomwaffen. Stellen wir vor, wie viel Prozent des Wehretats das hier gewesen ist mit den Atomwaffen, hä? Na gut.
EU-Kommission verstößt gegen EU-Recht, Bürgerinitiative gegen TTIP ist zulässig. Ach ja, da dürfen wir auch mal was sagen für ein Programm, was eh schon abgesagt haben. Ja. Aber das kam bei deutsch.rt. Könnt ihr nachlesen. Milliardenklage gegen George Soros wegen politischer Einflussnahme eingereicht. Ja, das kam da auch, aber das wird wahrscheinlich im Dschungel verschwinden, das ist irgendwo in Afrika, das wird im Staate Guinea, das wird dann irgendwo kannibalisiert, sagt man auch, zum Beispiel. Stopp Rammstein 2017, Ziel ist die größte Protestaktion vor den Bundestagswahlen, bevor alles runtergeht, ne? Bevor alles eingemeindet wird in die EU, bevor also abgewickelt wird. Auch im Jahr der Bundestagswahl protestiert die Bewegung Stopp Rammstein wieder vor den Toren der größten US-Luftwaffenbasis auf deutschem Boden. Die Aktionswoche findet vom 3. bis 10. September 2017 statt. Mit dabei ist diesmal auch der Sänger Patrice. Das kam bei deutsch.rt. Scharfe geschächtet. Bauer beschimpft Täter als Drecksvolk und landet wegen Hetze vor Gericht. Haben wir schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Politikstube.com kam das. Das Verfahren gegen die mutmaßlichen Schafkiller wurde übrigens eingestellt. Dem einen konnte man laut Staatsanwaltschaft, politische Abteilung, nichts nachweisen. Bei dem anderen VZA.37 wurde das Verfahren wegen anderer schwerer wiegender Straftaten und anderen Körperverletzung nicht weiter verfolgt. Also, ja, den haben wir eh schon. Unglaublich, Obdachlosenanzünder bald wieder frei. Das kam auch bei der Politikstube. Sie kamen als Flüchtlinge aus Syrien und Libyen, der jüngste 16, der älteste 21 und so weiter. Was fällt dir da noch ein? Afghanistan, wie der Westen ein Land als Teststrecke für Waffensysteme missbraucht. Im April werden die USA ihre größte nicht-nukleare Bombe über Afghanistan ab, also die haben sie ja schon abgeworfen. Dabei sollen über 90 Kämpfer der IS und so weiter getötet worden sein. Tja, illegitimer Waffentest wird hier vermutet. Anonymousnews.ru. Baden-Württemberg. Landtag verabschiedet Kopftuchverbot. Das heißt, die Grünen dürfen nicht mehr mit Kopftuch rumlaufen im Landtag. Ja. Landestag. Baden-Württemberg schafft als erstes Bundesland, das ist eine Firma, eine gesetzliche Grundlage für ein Verbot von religiösen Symbolen im Gesicht. Ja, also Kretschmann, nimm mal dein Kopftuch aus dem Gesicht. Sehen wir mal richtig in deine, ja, und so weiter. Düsseldorf, Südländer enthauptet 62-jährige Rentnerin in der Wohnung, anonymousnews.ru. Also diese ganzen Links, die ich vorlese, findet ihr später zum Nachlesen, Nachstudieren in der Linkleiste zur Sendung in dem heutigen Artikel. Syrer verprügeln, so steht's da, scheiß deutschen Mitschüler. Nachfolgend wieder eine kleinere Auswahl von weiteren grundlosen gewalttätigen Bereicherungen der letzten Tage und so weiter kam bei pnews.net. The Pilgrims Society, der Ursprung der Weltregierung. Die meisten ASR-Leser wissen, wer der Council on Foreign Relations, Chatham House, Roundtable Movement, Trilateral Commission, Atlantikbrücke und Bilderberger sind. Die wenigsten wissen aber, wer der Vorläufer und Ursprung dieser Denkfabriken und geheimen Gruppen ist, als Geburtsort der NWO, des Globalismus und des angloamerikanischen Imperialismus. Es ist die Pilgrims Society, die 1902 gegründet wurde und dessen aktuelle Vorsitzende Königin Elisabeth II. Ist. Och, ja. Ist ja damals auch in den USA ausgewandert. Ne? Pilgrim Fathers. Alle Schall und Rauchblock kam das gebe ich später rein. Neue chinesische Raketen können US-Flugzeugträger und TAAT, T-H-A-A-D, vernichten. Der Experte, also da geht es um diese Raketen, die sie da in Südkorea an der Grenze zu Nordkorea platzieren, zur Freude Chinas. Ja, die jüngsten chinesischen Raketentests im Golf von Bohai haben gezeigt, dass Peking zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, indem es Schläge sowohl gegen die US-Flugzeugträger als auch gegen die in Südkorea stationierten Flugabwehrsysteme TAAT versetzt. Oder ja, versetzt. Kam bei sputniknews.de.
Ja, und da kam noch was vom Fulford, das gebe ich euch dann später rein. Es ist nicht, nicht sehr schön, ja, was da läuft, ja. Ja, was haben wir da noch? Die, was haben wir noch hier? Dortmunder Nordstadt Oberbürgermeister reagiert ungehalten auf Reporterfragen. Das kam bei fokus.de, glaube ich, steht hier, oder? Ja. Als Reporter ihn auf das Problemviertel ansprechen. Ja, wer hat schon gerne Problemzonen, ne? Das wird nicht so gemocht, wenn man das sagt, ja, und das gebe ich euch später mal zum Nachlesen. Ja, also es ist nicht zu fassen, oder? Die Wettquote für Trumps Absetzung steigt rasant. Da kam was bei der Berner Zeitung.ch, also natürlich auch wieder alles Matrix. Spekulanten setzen nach der Entlassung des FBI-Chefs beachtliche Beträge auf ein vorzeitiges Aus für den US-Präsidenten. Deshalb war auch Kissinger kurz da, hat gesagt, du, meine Freunde haben schon auf dich gesetzt, dass du abtrittst, wenn du nicht das machst, was wir sagen, was wir wollen. Also dieser kleine Druck ist immer da, da dürfen wir von ausgehen, oder? Weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr dürft auch da eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter gerne reingeben unter radio@wakenis.net. Martin oder Mosche Schulz geht mit mehr Europa auf Stimmenfang. Ja, kann ein bisschen was beim Kollegen Emmanuel Macron lernen, vielleicht. Das wäre vielleicht denkbar. Ja. Ich gebe euch das später rein. Wo kam das überhaupt? Weiß ich nicht. Ist keine Quelle angegeben. Naja, aber das kann man ja so herausfinden. Wie auch immer. Tja, so ist es. Nicht einfach, oder? Ja, wir haben hier noch eine andere Veröffentlichung. Das schließt an das, was wir natürlich auch den Emmanuel Macron schon gehört haben bei der letzten Sendung. Nämlich hier kam noch eine Information aus Italien. Top-Psychiatrist, also Psychiater, sagt, dass der französische Präsident Macron ein sehr gefährlicher Psychopath sei. Er könnte, und das ist eine Warnung, Frankreich komplett ruinieren. Ja, ist ja der Plan. Alles erstmal fertig machen, kaputt schlagen und dann was Neues draufsetzen. Ne? Die NWO nämlich. Ein prominenter italienischer Psychiatrist oder Psychiater sagte, dass der französische Präsident Emmanuel Macron ein sehr gefährlicher Psychopath sei, der also möglicherweise Frankreich ruinieren kann. Es ist die englische Version. Ich übersetze das so ein bisschen so aus diesen Zeilen. Da gibt es also ein Video dazu, das ihr dann auch finden werdet. Er meint, der Hintergrund dafür sei es eben, dass er mit dieser wesentlich älteren Brigitte zusammen sei, die ihn also mit 15 kennenlernte. Da war sie 40, das haben wir herausgefunden. Und ja, und sogar in Frankreich ist es so, dass man also zwar schon ab 15 sexuelle Kontakte haben darf, ja, auch damals, aber eben nur unter Anleitung des jeweils Älteren. Ne? Und das war jetzt ja die Brigitte, ne? Die musste ihn bis 18 anleiten, musste immer überwachen, dass auch alles mit richtigen Dingen zu, dass er nicht ausgenutzt wurde und so weiter, weil so ein bisschen klingelt das ja nach Pädophilie, aber eben mal von der sogenannten weiblichen Seite aus. Gibt es auch, ja, so ohne Frage. Und dieser Psychiater, der das natürlich aus der Ferne nur analysiert, da müssen wir auch mal vorsichtig sein, das wissen wir aber. Ich meine, hier ist ja sehr gravierend, was da los ist. Also er meint, dass also der Macron einen unglaublichen Angriff, sexuellen Angriff erlebt hätte und dass das sein Leben geprägt hätte und jetzt er meint, dass also er alles kann. Ja, und die haben ja dann auch erst, als er 17 wurde, dann geheiratet. Ne? So haben wir das ja irgendwie gehört. Ja, und da war also da schon doch, da ist der Wurm drin, das wissen wir. Und ja, das überrascht uns ja nicht. Alle diese Leute, die da an der Spitze sitzen,
haben ja irgendwo einen Lattenschuss, sonst würden sie nicht da sitzen oder sein, weil sie sind ja nicht da, um uns zu dienen, also uns Menschen, dem Souverän, sondern sie erfüllen die Aufgaben der Arbeitgeber, der Auftraggeber, der Dienstherren. Ja, die machen ja ihren Job. Wenn sie ihn nicht richtig machen, kriegen sie einen auf den Deckel. Das könnt ihr bei diesem Bankster-Interview da, was ich vorhin erwähnte, nochmal nachhören, wie das dann läuft. Dann wird er in den Mangel genommen. Der erzählte eben auch von Foltern, als er gemerkt hat, hoppla, das kann er mit seinem Gewissen alles nicht mehr vereinbaren, auch so mit Schandtaten an Kindern und so weiter. Da hat er dann irgendwie nicht mehr weitermachen können und hat sich zurückgezogen, hat also nicht mehr das gemacht, was die Dienstherren wollten. Und dann hat man ihn also in die Mangel genommen. Da wurde er tatsächlich gefoltert. Das hat er gesagt. Und das machen sie mit dem ja auch. Vielleicht wurde der auch schon. Weiß man nicht. Okay. Ja, vielleicht ist ja schon so eine Beziehung eine Folter. Vielleicht. Am Anfang nicht, aber später. Gut. Das sind Mutmaßungen. Alles kann ich nicht belegen, aber ich wollte es auch erwähnen, dass sich also auch andere Leute da Gedanken drüber machen, über diese doch recht kuriose Verbindung. Vor allem, wenn man dann so einen Spitzenjob annimmt, dass man dann damit rechnen darf, dass es doch Leute gibt, die das kritisch sehen. Das ist doch wohl anzunehmen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, das ist der Punkt und deswegen müssen wir besonders aufpassen, was hier abläuft. Und wir sind ja letztendlich die sogenannten Schafe, die also geschoren oder geschlachtet werden sollen. Da bereiten sie sich darauf vor. Ich denke, das ist aus diesem heutigen Beitrag auch nochmal deutlich vorgegangen, dass das also in der Schwebe ist und wir wissen ja nicht, was alles noch kommt. Leute, die uns warnen, die werden häufig also kaltgestellt, mundtot gemacht. Wir sind noch da dran und wir tun das auch bis zur letzten Sekunde, ist klar, weil wir es wollen, dass die anderen Menschen auch etwas davon miterleben, auch noch zu Lebzeiten sozusagen, wenn man das will. Denn was willst du machen? Ich meine, wenn du nachher dann das Messer an der Kehle hast, dann ist es schon ein bisschen spät, ne? Dann noch zu sagen, ja, eigentlich wollte ich das nicht, ne? Ja, Schäfchen, das hättest du dir vorher überlegen dürfen, bevor du so ein nicht aufgewachtes Schaf bist, was dann geschoren werden soll und geschlachtet. Davon gehen die anderen aus, dass das so ist, dass du damit einverstanden bist. Die Frage, wollen wir das? Ne? Wollen wir da mitmachen? Und ich denke, wir für uns nun selbst als Schafe bezeichnen oder nicht. Wir dürfen uns auch als Menschen bezeichnen. Wir haben eigentlich andere, sehen eigentlich andere Aufgaben und Ziele in unserem Leben, oder? Sehe ich das falsch? Also ich sehe das für mich anders. Ich möchte gern andere Dinge machen, als das, was die von mir wollen. Ja? Okay, hier gibt es noch was. Geheimsache Staatsangehörigkeit. Jawohl, da gab es auch ein Video dazu, das gebe ich auch gerne nochmal damit hinein. Es gab aber auch beim Lupo Cattivo Blog hier eine entsprechende Information, die gebe ich auch nochmal rein. Ja, dann Ursula von der Leyen plant massive Aufrüstung der Bundeswehr. Wir haben das auch schon in der letzten Sendung kurz erwähnt. Die macht eine Säuberungsaktion im Moment von Leuten, die also nicht in den Kram passen, die andere anstiften, über ihr Soldatensein nachzudenken und über die Politik darüber nachzudenken, wer denn eigentlich der Auftraggeber ist, dass sie eigentlich nur Söldner sind. Deswegen hat auch Frau Merkel gleich gesagt, die Verpflichtung, dass jeder wieder zur Bundeswehr muss, also die Wehrpflicht, die wolle sie nicht mehr. Da kann sie auch gar nicht. Das ist ja alles eine Söldnerarmee. Und nur diejenigen sind folgsam, die Kohle kriegen und der Wehrdienst, die glauben schon längst alle nicht mehr an den Bund, schon gar nicht. Ja. Und die, die noch an Deutschland glauben, die werden jetzt gerade rausgefiltert. Also an das Kaiserreich oder an die nationalen Werte, deutschen nationalen Werte. Also die werden ausgefiltert und die Wehrpflicht, die passt da nicht rein, die kann man nicht steuern mit Kohle, sondern die kann man immer nur, und wer will das machen?
Eine von der Leyen? Ja, oder eine Merkel? Dann glaubt doch kein Vogel was. Also, und die kannst du also nur mit Kohle steuern, die Leute, und das Kohle haben die ja ohne Ende. Die erzählen uns zwar immer, sie hätten keine Kohle, aber das ist immer die Frage, ob sie gerade was vom Zapfarm kriegen oder nicht, also von der Quelle. Und die Quelle heißt Rothschild, Rothschild-Quelle oder Rothschild-Quelle, wie man es möchte. Ja. Ja. Und es gibt immer noch Leute, die träumen davon, dass es hier also einen Rechtsstaat gäbe im Bund und so. Also ich meine, ich weiß gar nicht mal, was ich dazu sagen soll. Die erwarten rechtsstaatliches Verhalten der Justiz. Es gibt keinen Rechtsstaat. Das ist ganz einfach. Hier herrscht Willkür, die halten sich selbst nicht an ihre eigenen Regeln und stehen sowieso immer alle darüber. Das System verfolgt sich selbst nicht. Also die unterliegen diesen sogenannten Gesetzen nicht. Das unterliegt hier doch, das ist nur für uns, für die Schafe. Die müssen im Zaun gehalten werden, also der Herde, ne? Und eingezäunt bleiben und Schlachtbank und sowas. Das muss eben funktionieren, sonst geht's nicht. Gut, oder? Ja, ich habe eine ganze Menge hier noch, aber ihr habt noch eine Chance, hier in den letzten paar Minuten noch was reinzusenden unter radio@wakenews.net. Das ist meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr noch eure letzten Infos reinsenden. Schauen wir gleich mal, es kommt da auch jede Menge was rein. Ich kann das also wirklich nicht alles vorlesen, das ist zu viel. Wie gesagt, einer, die Verfassung gebende Versammlung sagt, die BRD endet am 2017. Ja gut, da gebe ich, das ist ein Video, das kann ich mir jetzt nicht anschauen, das gebe ich mir aber gerne rein zum Lesen. Ja, und kurz habe ich das vorgelesen, funktioniert das E-Mail-Programm nicht mehr. Mitgeschlossen. Herrlich. Es ist nicht zu fassen. Alles gerade abgestürzt. Naja, dann kann ich also leider nicht mehr, oder? Naja, doch, es gibt, ich versuch's nochmal, da reinzukommen. Hat mir die NSA wieder schnell was reingeschickt, damit man also hier das nicht alles vorliest, oder? Ja, was alles hier reinkommt, ich versuch's jetzt nochmal. Ja, das passiert, das ist live. Ja? Das ist live. Ich hatte nämlich noch was gefunden, was ich vorlesen wollte. Das ist jetzt natürlich vollkommen Fuji-Karte. Ja, Inselpresse. Ist noch was Lustiges. Shampoo-Werbung aus Malaysia. Muslimische Frau trägt sich beim Einschampuren ein Kopftuch auf. Also, das gibt's ja nicht. Ja. Bitte mal was Neues. Also, ja, dann wird das Kopftuch dann auch gleich mitgewaschen, könnte man positiverweise sagen. Oder? Ja? Schauen wir mal. Ja, übrigens, bevor ich, wenn ich die noch suche und bevor wir hier dann noch den letzten Rest reinnehmen, wir haben am kommenden Samstag, Sonnabend, eine United with Strike Radio Marathon Sendung, die ist, fängt an ab 17 Uhr, also übermorgen. Das wird wieder heiße Themen geben und einen Überblick über das, was standhaft ist, passiert. Und das wäre klasse, wenn ihr da wieder dabei seid und einschaltet. Also United with Strike Radio Marathon notieren, übermorgen am 13.05. ab 17 Uhr mit mir eine Stunde auf Deutsch, dann eine Stunde Englisch, vermutlich wieder mit Michael. Und dann geht's weiter auch zu unseren Kollegen in die USA, Irland und was weiß ich wo. Gell? Super, das ist klasse, dass ihr das gleich mit vormerkt. Ach ja, hier, das war's. Kondomtraining für jugendliche Flüchtlinge. Ja. Man hat ja sonst nichts zu tun. Kondomtraining für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf Steuerzahlerkosten. Das kam bei metropolico.org. Niedersachsen. In Deutschland befinden sich aktuell über 65.000 sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Fast alle von ihnen sind männlich und somit äußerst potent. Damit das mit dem Kondom beim sexuellen Kontakt mit der hiesigen Weiblichkeit auch klappt, bezahlt der Steuerzahler neben einer Rundumversorgung auch noch ein Kondomtraining. Ja, journalistenwatch.com. Gehen wir zum Nachlesen, zum Vertiefen, ja, wen das interessiert.
Du bist in der verrückten Welt. Ne? Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, wir haben es ja schon aus dem Maya-Kalender gelernt, Leutchen, 2012 hat es offiziell angefangen, wenn dann diese ganzen Zeitrechnungen stimmen, dass es anfängt, dass die Menschen also mit höheren Schwingungen, höheren Frequenzen in Verbindung kommen. Und das geht natürlich nicht ratzefatz alle auf einmal, sondern hat sich jetzt eine gewisse Anzahl gebildet, die also jetzt schon Schwingungen wahrnehmen können, die außerhalb dessen sind, was vorher da war, die also schon ein bisschen mehr Durchblick haben. Und es ist für die natürlich jetzt einfacher, mehr und mehr dort hineinzuwachsen in diese Erkenntnis, als eben für jemanden, der urplötzlich, ohne dass er das je für möglich gehalten hat, erfährt. Und vermutlich werden es alle erfahren. Irgendwann gibt es diesen Moment. Und dann, ja, dann werden sie geisteskrank, weil das der Geist gar nicht mehr ertragen kann, was sie dann alles erfassen. Wir oder diejenigen, die sich dann positiv mit der Sache auseinandergesetzt haben, ja, haben dann vielleicht eine Chance, dass wir damit besser umgehen können. Schauen wir mal, wie es wird. Der nächste Zyklus soll gemäß Angaben am 24.05. sein, dieses Jahr. Ich gebe euch den Link da auch nochmal rein zum Nachlesen. Das ist allerdings auch Englisch, bitte. Ja, kann sich ändern. Aber es ist interessant, das zu lesen. Ja, also schauen wir mal. Ne? Damit wollte ich die heutige Sendung beenden. Ich danke euch dafür, dass ihr so super treu immer bei mir hier die Sendung hört und mich damit auch live unterstützt. Die Energie übertragt sich ja auf mich, gell? Wenn ihr da auch mit dran sitzt und wir gemeinsam über diese Dinge nachdenken, sinnieren. Ja, und ich werde also versuchen, noch das Video zeitnah hochzuladen. Das letzte ist ja schon anzusehen für alle die, die es noch nicht erfasst haben sollten. Rothschulds Tor zur Hölle öffnet sich. Das ist das Video voran, aber wir werden es auch gleich in der Wiederholung als erstes gleich bringen. Also bleibt dran, wer es noch nicht gehört hat oder nochmal hören möchte, ist auch eine wichtige Information, alles über diesen Emmanuel Macron und seine Geschichtchen, die er da erlebt und erlebt hat. Ja, und dann erfolgt die Wiederholung der heutigen Sendung. Danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, uns auch zu unterstützen. Wir brauchen eure Hilfe, weil wir nicht kommerziell sind. Also wir machen keinen Umsatz oder Profit oder sonst was, sondern wir sind abhängig davon, dass man uns auch finanziell unterstützt. Noch brauchen wir es in diesem Schuldgeldsystem. Also wer was übrig hat, auch kleine Beträge helfen. Freuen wir uns und tragt gerne auch unsere Textilien, die wir anbieten, mit den Aufschriften einfach mal bei laufteufel.de schnuppern gehen. Wir hören jetzt ausgangs von Annette, einen neuen Song von Annette Wotans Bachke. Ja, und während wir dann umschalten auf die Wiederholung der letzten Sendung und der heutigen von Plastik Quantensprung und von Andreas Körber und Friends Nothing About Us Without Us. Ja, und dann sehen wir uns wieder am kommenden Samstag. Super, dass ihr dann auch wieder für uns, für mich, für alle da seid. Ciao, ciao. Detlef von Wakeness, Radio Wakeness TV. Wakeness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakeness.net.